Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar So gelingt Ihnen der Start mit DoQueer in Hand umdrehen. Mein Name ist Ivana Blaschewitsch und ich bin Partner Sales Manager bei DoQueer. Und ich bin Aline Störk, Account Manager bei DoQueer und gemeinsam führen wir Sie durch die wichtigsten Funktionen von DoQueer und Sie werden sehen, es braucht nicht viel Grundlagen, um erfolgreich starten zu können. Dann lassen Sie uns direkt loslegen und mit der Live-Demo beginnen. Wir sind nun auf der Startoberfläche von DoQueer. DoQueer ist eine webbasierte Lösung, hat für Sie den Vorteil, dass Sie keine Software installieren müssen. Sie erhalten Ihre persönliche Firmen-URL und können sich von überall aus einloggen, egal ob Sie sich jetzt im Homeoffice befinden oder auf einer Geschäftsreise sind. Wir sind nun hier als Peggy Jenkins angemeldet und Peggy Jenkins ist eine Mitarbeiterin in unserem Beispielunternehmen, in unserem Fall heute. Wir befinden uns auch direkt im Briefkorb und dies ist Ihr digitaler Arbeitsbereich. Also hier kommen erstmal alle Dokumente an, die zur Bearbeitung anstehen. Hier oben sehen Sie auch lediglich 6 Funktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, da wir seit über 30 Jahren daran arbeiten, eine sehr saubere und intuitive Startoberfläche zu haben. Wir befinden uns jetzt im Briefkorb Eingangsrechnungen. Mit einem Doppelklick können Sie sich dann die Rechnung auf der rechten Seite zur Ansicht aufrufen. Hier stehen Ihnen auch nochmal Funktionalitäten wie zum Beispiel das Blättern der Dokumente zur Verfügung. Sie können aber auch bereits Ihre Dokumente verkleinern oder vergrößern. Des Weiteren schauen wir uns heute vor allem die Suchfunktion der Dokumente an. Einmal die Ordnerfunktion, die Ihnen zur Verfügung steht. Und einmal schauen wir uns gemeinsam das Hauptmenü an. Und jetzt übergebe ich an dich, Aline. Genau, ich stelle mir nämlich jetzt die Frage, wie kommen die Dokumente in den Briefkorb? Also wie fange ich an, mit DoQueer zu arbeiten? Und hier haben wir mehrere Funktionen, die Sie wählen können. Zum einen ist das die Importfunktion. Alle elektronischen Rechnungen, die Ihnen vorliegen oder auch grundsätzlich alle Dokumente, die Sie auf Ihrem Laptop haben, können Sie über diesen Weg importieren. Die Scan-Funktion direkt daneben, wenn Sie papierbasierte Dokumente haben, können Sie einen Scanner anbinden und über diesen Weg auch bereits mit der Digitalisierung beginnen. Die dritte Variante, auch ganz wichtig, E-Mails. Die E-Mail-Flut muss auch gebändigt werden. Hier haben wir eine Archivierung direkt aus Outlook, sodass Sie direkt aus Outlook die Dokumente in den Briefkorb transportieren können. Bevor das aber alles funktioniert, müssen wir einmal die Desktop-Apps lokal installieren. Und das machen wir jetzt einmal gemeinsam. Wir gehen dazu in das Hauptmenü und wählen im Dropdown-Menü die Funktion Desktop-Apps. Und da sehen wir dann auch direkt, wir müssen einmal die Apps installieren und im nächsten Schritt dann auch mit unserem Webclient verbinden. Wenn wir das erfolgreich durchgeführt haben, stehen Ihnen alle Funktionen zur Verfügung und Sie können eben mit der Erfassung im Briefkorb starten. Und weitere Funktionen im Briefkorb, die wir zur Verfügung gestellt haben, ist die Ansicht. Also wir können die Ansicht der Dokumente ändern. Jetzt blicken wir auf die Miniaturansicht, wir können aber auch jederzeit die Tabellenansicht wählen, wenn Sie mehrere Dokumente im Briefkorb haben. Die nächste Funktion, die Sortierung. Wir können schon im Briefkorb vorsortieren und uns für die Archivierung vorbereiten. Und das Stichwort Archivierung aufgegriffen, den Weg gehen wir jetzt gemeinsam und vom Briefkorb ins Archiv führt Sie Ivana. So, in dem Fall markieren wir uns jetzt ein Dokument, eine Rechnung, was wir gemeinsam ablegen. In unserem Fall ist es jetzt die Stahlwerk München. Sie können aber natürlich auch gleichzeitig mehrere Dokumente markieren, hat für Sie den Vorteil, dass Sie hier alles auf einmal ablegen können. Wir gehen jetzt gemeinsam auf den Ablegen-Button und Sie sehen, dass Ihnen hier jetzt mehrere Archive zur Verfügung stehen. Also das Archiv Buchhaltung mit dem Ablagedialog Eingangsrechnungen. Ich zeige Ihnen jetzt aber gerne meinen Favoriten, also meinen persönlichen Weg, den ich gerne gehe, ist, sich einmal die Archive in der Mitte anzeigen zu lassen, also visuell darzustellen. Und in dem Fall haben wir jetzt hier dieselben Archive, also Buchhaltung, Eingangsrechnung. Wir markieren einmal die Rechnung und schieben diese in das Archiv Buchhaltung. Und Sie sehen nun, auf der linken Seite macht sich der Ablagedialog auf. Und in unserem Fall ist es jetzt alles auf eine Eingangsrechnung zugeschnitten. Also wieder Firmenname, Steuernummer, Rechnungsnummer. Und in dem Fall wollen wir jetzt DoQueer die wichtigen Informationen mitgeben. Wie zum Beispiel den Firmennamen. In dem Fall empfehlen wir Ihnen, mit dem Dropdown-Menü zu arbeiten. Warum?
damit sie einfach die unterschiedlichen Schreibweisen von einem Lieferanten vermeiden. Beziehungsweise, dass sie eine einheitliche Schreibweise haben. In dem Fall wählen wir uns jetzt unseren Lieferanten Stahlwerk München aus. Wir gehen mal davon aus, dass Sie die Rechnungsnummer mitgeben wollen. In dem Fall können Sie mit dem sogenannten One-Click-Indexing arbeiten. Wir gehen jetzt einmal gemeinsam in das Dokument auf der rechten Seite, fahren über die entsprechende Stelle und mit einem Klick können Sie die Informationen ganz einfach und bequem übertragen. Falls Sie wichtige Informationen im Dokument vermissen, können Sie diese natürlich auch einfach abtippen. Für uns in dem Fall reicht es jetzt. Unsere Informationen, die für mich jetzt wichtig sind, sind jetzt alle vorhanden. Sie können aber auch, beziehungsweise andersrum, die Pflichtfelder sind hier lediglich relevant und alle weiteren Informationen, Felder sind möglich. Jetzt haben wir einmal das Dokument abgelegt und Sie halten auch eine Rückmeldung von DocuWare hier oben. Sie sehen, alles hat funktioniert, das Dokument befindet sich jetzt im Archiv. Wir werfen einen Blick auf den Briefkorb und Sie sehen, das Dokument befindet sich hier nicht mehr. Also wir haben es tatsächlich einmal genommen und in das Archiv verschoben. Und ab diesem Zeitpunkt steht das Dokument allen Mitarbeitern zur Verfügung. Jeder Mitarbeiter kann auf das Dokument zugreifen und Sie erfüllen auch die gesetzlichen Vorgaben. Unter Umständen können Sie jetzt Ihre Eingangsrechnung, die Sie per Post erhalten haben, einfach schreddern. Und bei der Suche übergebe ich jetzt an Aline. In meinem Fall sitze ich jetzt im Homeoffice. Meine Kollegin, die Peggy hat schon vorgearbeitet. Die Rechnung ist archiviert. Ich möchte jetzt die Rechnung wieder aufrufen und zwar schnell und bequem. Deswegen gehen wir vom Briefkorb einen Reiter weiter in die Suche. Ich bekomme, wenn ich die Suche aufklappe, ein Dropdown-Menü mit mehreren Suchmasken. Da ich eine Eingangsrechnung suche, wähle ich natürlich auch die entsprechende Suchmaske Eingangsrechnungen aus. Die Suchmaske ist sehr umfangreich, wie wir sehen können. Sie müssen natürlich nicht alle Felder befüllen. Nur wichtig fürs Verständnis, je mehr Felder Sie befüllen, also je mehr Suchbegriffe Sie wählen und kombinieren, umso präziser wird natürlich Ihre Suche im Ergebnis dann auch sein. Was natürlich auch jederzeit möglich ist, ist über Datumsangaben zu suchen. Also die Rechnung eines kompletten Geschäftsjahres aufrufen zu können, ist auch möglich. Eine schöne Variante, ganz frei zu suchen, ist die Fulltext-Suche, die wir weiter unten sehen. Und hier ist es möglich, nach einem Stichwort zu suchen. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr den Firmennamen der Rechnung. Vielleicht ist mir auch die Rechnungsnummer entfallen. Ich weiß aber, ich suche nach einer Position Schrauben. Und das Wort reicht mir für die Fulltext-Suche, um meine Suche ganz offen zu starten. Wenn wir das einmal gemeinsam tun und die Suche durchführen, bekommen wir dann eine Ergebnisliste, die uns eine Rechnung anzeigt. Mit Doppelklick können wir das wieder im Anzeigebereich aufrufen lassen und sehen jetzt auch den Vorteil der Fulltext-Suche, weil ich meinen Suchbegriff Schrauben farblich markiert auf der Rechnung vorfinde. Das heißt, ich bekomme direkt über diese Markierung den Weg zu meiner Suche nochmal auf dem Dokument klar angezeigt. Ich sehe direkt, wo mein Wort steht, das ich gesucht habe. Das ist eine Variante der Suche. Wir gehen über die Suche der Suchmaske. Die andere Variante wäre eine Suche über die digitale Ordnerstruktur. Auch das bietet DocuWare. Dazu gehen wir in den Reiter Ordner. Auch hier das gleiche Spiel. Wir klappen die Ordnerstruktur auf, haben hier mehrere vorliegen. Ich wähle jetzt wieder die Eingangsrechnung. Wir suchen die gleiche Rechnung, nur diesmal über die Ordnerstruktur. Wir haben hier mehrere digitale Ordnerebenen geschaffen. Wir starten hier mit dem Jahr. Das Jahr der Rechnung ist 2021. Erste Ordnerebene. Die zweite Ordnerebene führt uns zum Monat der Rechnung. Auch da klicken wir uns durch. Die dritte Ebene, wir landen beim Firmennamen selber, Stahlwerk München. Durch einen Doppelklick wird auch diese Rechnung aufgerufen und wir sehen, es ist exakt die gleiche Rechnung, nur einfach die andere Möglichkeit der Suche gewählt. Also alles steht Ihnen zur Verfügung, die Suchmaske oder die Ordnerstruktur als Suche. Wenn wir mit dem Dokument selber arbeiten möchten, also all das, was Sie gewohnt sind, auf Papier zu tun, Markierungen anzubringen, Stempel, Textboxen, das können wir auch in DocuWare über die Werkzeugleiste. Mit einem Klick haben wir die uns eingeblendet und haben hier mehrere Kategorien, wie wir das Dokument bearbeiten können.
Ganz wichtig, die Anmerkungsebene. Die können wir nutzen, um wie gesagt Dokumente zu bearbeiten, aber eben nur auf der Anmerkungsebene. Diese liegt wie eine Klarsichtsfolie auf dem Dokument. Alles, was ihr an Anmerkungen auf das Dokument anbringen, ist eben nur auf dieser Ebene gespeichert. Das Original selber ist davon nicht betroffen. Und diese Ebenen können wir jederzeit ein- und ausblenden. Was auch möglich ist, da gehen wir dann einen Schritt weiter, sind die Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen. Werkzeuge, damit ist gemeint, dass Sie das Dokument jederzeit auch versenden können. Und hier das Schöne, wir können immer wählen, ob wir beim Versenden die Anmerkungsebene mitgeben möchten oder eben nicht. Wenn wir sagen, wir möchten das Dokument mit unseren Anmerkungen versenden, bedeutet das, dass wir auch externen das Dokument mit unseren Anmerkungen zur Verfügung stellen. Also immer die Wahl mit Anmerkungen oder eben komplett das Originaldokument versenden. Und wenn Sie an der Stelle sagen, die Werkzeugleiste sieht bei Ihnen anders aus, bestimmte Funktionen oder Bearbeitungsschritte fehlen, dann kann Ihnen Ivana jetzt erklären, woran das liegen kann. In dem Fall gehen wir doch alle jetzt gemeinsam einmal in das Hauptmenü. Wir haben auch hier ein Dropdown-Menü und klappen uns die entsprechenden Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, auf. Sie sehen nun einmal hier Profil und Einstellungen. In dem Fall ist es für uns relevant, unsere persönlichen Daten unter anderem zu bearbeiten. Sie sehen nur hier einmal die E-Mail-Adresse, Anrede, Vorname und so weiter. Also ganz einfach und bequem zum Ändern für Sie persönlich. Gehen wir doch gemeinsam in den Reiter Sicherheit. In dem Fall haben Sie die Möglichkeit, Ihr Passwort jederzeit zu ändern oder anzupassen. Zum Reiter Briefkörbe. Falls Sie sich gefragt haben oder sich denken, Mensch, jetzt habe ich diesen Briefkorb nicht, den Briefkorb Eingangsrechnung oder ich sehe nur einen Briefkorb, dann werfen Sie doch einmal einen Blick in Profil und Einstellungen. In dem Fall haben Sie jederzeit die Möglichkeit zu sehen, welche Briefkörbe Ihnen überhaupt zur Verfügung stehen. In unserem Fall haben wir jetzt hier einmal den Allgemeinbriefkorb und den Eingangsrechnungbriefkorb. Und über die Augenfunktion können Sie jederzeit sich diese Briefkörbe ein- oder ausblenden. Also wenn Sie sagen, den allgemeinen Briefkorb brauche ich jetzt nicht, mit denen arbeite ich jetzt nicht unbedingt, dann einfach hier einmal deaktivieren und Sie sehen ihn dann später auch in der Hauptansicht nicht. Können ihn natürlich auch jederzeit wieder aktivieren. Dasselbe gilt für unsere Suchfunktion, unsere Suchdialoge. Sie haben hier die Möglichkeit, auch sich hier die Sachen ein- oder ausblenden zu lassen. Also wieder Dokumentenpool Angebote oder Dokumentenpool Verträge. Einfach über das Auge wieder deaktivieren oder aktivieren. Also hier lohnt sich der Blick in Profil und Einstellungen. Gehen wir doch einmal gemeinsam zu den Reiter Viewer. Und hier haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre Werkzeugleiste anpassen zu lassen. Wieder dasselbe Prinzip. Sie können sich einzelne Werkzeuge ein- oder ausblenden lassen. Wir gehen doch einmal auf die Anzeigen und Sie sehen, dass Ihnen hier zum Beispiel die Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wie das Dokument einmal zu drehen. Wenn Sie sagen, damit arbeite ich nicht, brauche ich nicht unbedingt, dann einfach in dem Fall ausblenden lassen. Gehen wir doch einmal zu den Werkzeugen und Sie sehen, dass Ihnen hier Text Anmerkungsebenen zur Verfügung stehen oder natürlich zum Beispiel auch die Textmarker-Möglichkeit. Auch hier in dem Fall einfach aus- oder einblenden und nutzen Sie einfach die Funktionalitäten, mit denen Sie täglich auch arbeiten. Wenn wir oder wo wir auch jetzt hier beim Viewer sind, haben Sie die Möglichkeit zum Beispiel, sich die komplette rechte Ansicht, also diese Dokumentenvorschau, die wir gesehen haben, auf ein zweites Fenster auszulagern. Das heißt, wenn Sie mit zwei Bildschirmen arbeiten und Sie sagen, ich habe es lieber bequemer, ich möchte das Dokument komplett auf einem Bildschirm sehen, dann einfach die Möglichkeit hier auswählen, dass Sie sich dieses im zweiten Fenster aufrufen lassen, jederzeit. Können Sie auch jederzeit aktivieren, deaktivieren. Das Wichtige ist aber auch hier nochmal zu sagen, zu diesem Profil und Einstellungen. Also alles, was Sie anpassen, alles, was Sie ändern,
betrifft nur ihren Arbeitsbereich. Jeder Kollege stellt seine Ansichten oder seine Vorlieben ein und das betrifft keine weiteren Kollegen. Liebe Zuschauer, wie Sie gesehen haben, ist DocuWare sehr einfach und intuitiv zu bedienen, dass auch unsere DocuWare-Neueinsteiger sofort loslegen und DocuWare von Anfang an produktiv nutzen können. Wenn Sie mehr über DocuWare erfahren möchten, schauen Sie auf unseren YouTube-Kanal. Dort finden Sie weitere spannende Webinare, die auf dieses Thema aufbauen. Also am besten direkt den Kanal abonnieren und kein Video mehr verpassen. Wir sagen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns über Ihre Kommentare und ein Like, wenn Ihnen das Webinar gefallen hat. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.